rufe auf den nächsten Punkt der Tagesordnung, Punkt 2, Regierungserklärung des Ministerpräsidenten, das Ziel fest im Blick, gemeinsam die Corona-Krise meistern, gemeinsam mit den Tagesordnungspunkten 16, 17, 18, 19, 63, 89, 91, 92, 93 und 94. Das Wort hat der Ministerpräsident. Ja, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Seit fast einem Jahr leben wir im Krisenmodus. Die ganze Welt und natürlich auch Hessen ist fest im Griff des Virus und seiner Mutanten. Und wir alle wünschen uns doch nichts mehr, als dass wir möglichst bald wieder zu unserem normalen Leben zurückkehren können. Das ist mehr als verständlich. Aber wir müssen auch sehr unmissverständlich klar machen, die Pandemie ist noch längst nicht überwunden. Wir sind mittendrin, und insbesondere die finanziellen, die wirtschaftlichen, die kulturellen und sozialen Folgen werden uns noch lange beschäftigen. Deshalb gilt, wir müssen weiter besonnen bleiben, wir müssen vorsichtig sein, und jeder Einzelne muss dazu beitragen, dass wir gemeinsam die Pandemie überwinden. Die Entwicklung, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben Sie alle selbst mitverfolgt. Nach einem relativ entspannten Sommer sind im Herbst die Zahlen drastisch wieder angestiegen. Das hat dazu geführt, dass wir im November und im Dezember einen Teil-Lockdown gemacht haben und in der Ministerpräsidentenkonferenz gemeinsam mit der Bundesregierung am 16. Dezember erneut weitere einschränkende Maßnahmen für unser Land beschlossen haben. Seinerzeit hat uns insbesondere die Sorge bewogen, was passiert eigentlich an Weihnachten, was passiert an Silvester, kommt dann die große Infektionswelle, halten sich die Menschen daran, dass sie eben nicht wie in einigen anderen Ländern, wenn wir heute schauen, was in Portugal und in Irland geschehen ist, dass das auch bei uns passiert. Das war der große oder das war der Punkt, der uns besondere Sorgen gemacht hat. Und die seinerzeitigen Beschlüsse waren dann bis zum 11. Januar befristet, und danach sollte neu entschieden werden. Zunächst einmal, glaube ich, können wir alle mit Freude feststellen, die große Infektionswelle durch Weihnachten, Silvester und Weihnachtsferien ist nicht eingetreten. Keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Und mir liegt daran, mich ausdrücklich bei unseren Bürgerinnen und Bürgern zu bedanken. Sie haben die Situation nicht ausgenutzt. Sie waren nicht unvorsichtig, sondern Sie haben sehr besonnen gehandelt. Und das, meine Damen und Herren, ist keine Selbstverständlichkeit, aber es ist allemal Anlass, dass wir unseren Bürgerinnen und Bürgern dafür danken. Auch eine Überlastung des Gesundheitswesens, das, was uns immer am ganz bedeutendsten beschäftigen muss, ist glücklicherweise bislang nicht eingetreten. Wir können auch heute sagen, die Situation in unseren Kliniken ist nach wie vor sehr angespannt. Aber mit Freude sage ich das, wir können eine leichte Entwarnung zurzeit feststellen. Aber eins gilt doch auch, und das will ich heute nicht vergessen. Das, was in unseren Kliniken durch die Ärztinnen und Ärzte und das Pflegepersonal geleistet wird, das ist allemal Anlass zu großem Dank. Meine Damen und Herren, das gilt auch heute. Die Infektionszahlen sind zurückgegangen, glücklicherweise, aber nicht genug und nicht schnell genug. Aus diesem Grund haben wir dann zunächst einmal die Maßnahmen, die ursprünglich bis zum 11. Januar befristet waren, bis zum 31. Januar verlängert. Früher als geplant haben wir uns dann wieder getroffen, weil zwischenzeitlich eine Situation eingetreten war, die bis vor kurzem gar keiner im Blick hatte. Das waren die sogenannten Mutanten, also das Virus, das britische, das brasilianische, das südafrikanische. Alles, was von dort gemeldet wurde, musste einen alarmieren. Und deshalb haben wir uns erneut getroffen. Das war der Grund. Auch die Wissenschaft konnte uns bislang nicht genau erklären, was da eigentlich passiert, wie es sich ausbreitet, in welcher Geschwindigkeit. Und deshalb ging es darum,
Antworten zu geben, was kann man in einer solchen Situation eigentlich tun. Wenn man sich klarmacht, dass Abwarten in einer solchen Situation keine echte Alternative war und ist, denn wenn man erst einmal abwartet, bis sich alles ausgebreitet ist oder hat, dann können Sie niemanden mehr ernsthaft schützen. Also muss es um die spannende Frage gehen, was können wir machen? Und deshalb haben wir zunächst einmal die Beschlüsse bis zum 14. Februar verlängert. Und wir haben darüber hinaus uns überlegt, was können wir tun, um die Bevölkerung noch besser zu schützen. Nach dem Motto, wenn das Virus gefährlicher wird, muss der Schutz auch besser werden. Und in diesem Zusammenhang haben wir uns eine ganze Reihe von Maßnahmen überlegt und auch beschlossen, und die haben Sie ja alle verfolgt. Und deshalb gestatten Sie mir, dass ich nur auf einige wenige heute noch einmal eingehe, weil sie ja auch unser Leben zurzeit sehr bestimmen. Wir haben zum Beispiel verordnet, dass die jetzt überall in den Bereichen des Nahverkehrs, in den Schulen und beim Einkaufen sogenannte FFP2-Masken tragen müssen. Das dient dem Schutz jedes Einzelnen, aber es dient vor allen Dingen auch dem Schutz vor weiterer Verbreitung des Infektionsgeschehens. Um den Einkommensschwachen in unserem Lande dabei mitzuhelfen, haben wir als Land mal ganz nebenbei 1 Million solcher Masken den Kreisen zur Verfügung gestellt. Und der Sprecher der Hessischen Tafeln hat gesagt, das sei eine großartige Maßnahme. Das hat uns natürlich gefreut. Wir wissen, dass das alles immer nicht ganz einfach ist, vor allen Dingen, wenn solche Entscheidungen kommen und dann müssen sich die Menschen umstellen. Mein Eindruck ist aber, dass das sehr gut gelungen ist. Großen Raum. Großen Raum nahm in unseren Beratungen, und das will ich heute auch nicht unterschlagen. Es kam, wenn ich das richtig sehe, heute noch nicht vor. Da ging es um die Frage, wie können wir eigentlich das Infektionsgeschehen besser in den Griff kriegen, auf dem Weg zur Arbeit und zurück. Stichwort mehr Homeoffice. Das war ein großes Thema noch vor wenigen Wochen. Und es liegt auf der Hand, dass in einer Landesverwaltung es Berufe gibt, wo man schlecht im Homeoffice arbeiten kann. Aber wir unterstützen als Landesregierung dieses Bemühen nachhaltig. Und deshalb haben wir, wo immer möglich, die Arbeitsplätze so ausgestattet, dass man auch von zu Hause arbeiten kann. Nun liegt es aber auch auf der Hand. Die Polizei, die Feuerwehr, aber auch der Justizvollzug und in großen Teilen in den Schulen können Sie die Arbeit nicht nur von zu Hause machen. Alle anderen Bereiche der Landesverwaltung haben wir mittlerweile im Schnitt bei etwa 80% des Homeoffice. Das ist ein beachtlicher Wert, und ich bedanke mich bei all denen, die dazu beigetragen haben. Und deshalb, meine Damen und Herren, auch diesen Sachverhalt lassen wir nicht aus dem Auge. Das bleibt eine Daueraufgabe. Großen Raum nahm, und wir haben es ja eben in der Fragestunde wieder gesehen, die Klassiker ein. Nämlich, wie gehen wir mit Kitas und Schulen um? Das beschäftigt uns sozusagen permanent in jeder Konferenz. Sie kennen unsere hessischen Beschlüsse und haben die Entscheidungen ja verfolgt. Wir haben bei den Kitas beschlossen, dass wir kein allgemeines Vertretungsverbot aussprechen und die Kinder weiter in die Kita gebracht werden können. Gleichzeitig haben wir die Eltern gebeten, die Kinder nach Möglichkeit zu Hause zu betreuen. Das gilt auch weiterhin. Grundlegend für diese Entscheidung waren unsere Erfahrungen aus dem Frühjahr. Meine Damen und Herren, man kann die Kitas nicht einfach zumachen. Also müssen Sie irgendwie eine Notbetreuung organisieren. Und was haben wir bei der Notbetreuung im Frühjahr erlebt? Wir haben erlebt, dass das alles andere als ein wirklich empfehlenswertes Modell ist. Nach und nach haben sich im Frühjahr alle Berufsgruppen für systemrelevant erklärt. Wir hatten ständige Änderungen, wir hatten extrem viel bürokratischen Aufwand, auch manchen öffentlichen Ärger, und dann am Ende dieser Notbetreuung hatten wir mehr als 50% der Kinder in der Kita. Und wenn man sich das überlegt, dann macht es doch keinen wirklichen Sinn, ein solches System wieder als die Lösung aller Probleme zu empfehlen. Wir wissen, dass die Kitas in sehr unterschiedlicher Weise in Anspruch genommen werden. In einigen weit über 50%, in einigen aber auch deutlich darunter. Und alles in allem glaube ich, dass wir im Ergebnis zufrieden sein können. Ich will noch einmal an die Eltern appellieren, in ihrem eigenen Interesse, aber auch im Interesse aller anderen, wo immer es geht, die Kinder jedenfalls auch in den nächsten 2 Wochen noch zu Hause zu betreuen.
Ich glaube, dass nicht zuletzt die rückwirkend ja geschaffene, also es zählt ja von Anfang an, Möglichkeit von 10 zusätzlichen Urlaubstagen und bei Alleinerziehenden 20 Urlaubstagen die Situation nachhaltig entspannt. Wenn man dieses sieht, kann man es besser unter einen Hut bringen. Meine Damen und Herren, deshalb werden wir in Hessen bei dieser Regelung bleiben, nicht zuletzt auch deshalb, weil es keinen Sinn macht, einen bürokratischen Aufwand mit all dem, was wir früher erlebt haben, für eine überschaubare Zeit jetzt zu verändern. In diesem Zusammenhang will ich aber auch auf einen Umstand eingehen, der wahrscheinlich uns alle beschäftigt. Unsere Erzieherinnen und Erzieher haben gelegentlich das Gefühl, wenn über Kita geredet wird, wird nur über die Kinder geredet. Das ist nicht richtig. Die Erzieherinnen und Erzieher leisten einen großartigen Beitrag, um gemeinsam die Situation zu meistern. Auch hier haben wir einen Krisenmodus. Wie denn anders, wenn die Pandemie alle Bereiche des Lebens umfasst? Und deshalb will ich sehr deutlich machen, dass die Arbeit, die die Erzieherinnen und Erzieher leisten, für uns nicht nur sehr wertvoll ist, sondern dass wir auch eine ganze Menge tun in diesem Zusammenhang. Ich darf einmal daran erinnern, wir haben in der sogenannten Safe-Kids-Studie von Frau Prof. Ziesek nachgewiesen, dass das Infektionsgeschehen in dieser Zeit jedenfalls seinerzeit sehr gering war. Wir haben darüber hinaus, und das will ich mal sehr deutlich sagen, auf Initiative unseres Gesundheitsministers Kai Klose damals als einziges Land, es hat kein Land das damals gemacht, nicht nur den Lehrerinnen und Lehrern, sondern auch den Erzieherinnen und Erziehern angeboten, alle 2 Wochen kostenfrei sich testen zu lassen. Andere sind dem später gefolgt. Wir haben darüber hinaus, auch das darf man nicht ganz vergessen, 75 Millionen € zur Verfügung gestellt, damit zum Beispiel Lüftungsgeräte und Ähnliches angeschafft werden können, um die Bedingungen für die Kinder, aber eben auch für die Erzieherinnen und Erzieher zu verbessern. Meine Damen und Herren, und wenn wir über Kitas reden, wollen wir auch nicht ganz vergessen, dass wir gemeinsam mit den Kommunen den Eltern die Beiträge erstatten. Dies alles gehört zusammen. Und deshalb, die Kitas sind uns wichtig. Und trotzdem will ich sagen, bei all dem, was wir unterstützend tun, ich weiß sehr wohl, wie schwierig es ist, zum Beispiel Kinderbetreuung und Homeoffice über Wochen, ja teilweise über etliche Wochen unter einen Hut zu bringen. Ich kann mich dafür nur bedanken, aber all die, die das machen, leisten einen wichtigen Beitrag dafür, dass wir die Pandemie erfolgreich bekämpfen. Und deshalb Dankeschön diesen Eltern. Ich weiß das sehr wohl. Meine Damen und Herren, der Kultusminister hat es eben ausgeführt. In der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundesregierung haben wir unsere Beschlüsse fortgeführt. Und ein Teil dieser Beschlüsse war, dass die Schulen entweder geschlossen werden oder die Präsenzpflicht aufgehoben wird. Sie kennen unsere hessischen Entscheidungen. Wir haben uns für die Aufhebung der Präsenzpflicht für die Klassen 1 bis 6 entschieden, und wie die Hälfte aller anderen Bundesländer auch. Auch hier haben wir an die Eltern appelliert, aus den gleichen Gründen, wenn immer möglich, doch die Kinder dann zu Hause zu betreuen. Die Alternative beim völligen Schließen ist die Notbetreuung. Ich habe Ihnen erläutert, warum wir die Erfahrungen der Notbetreuung für nicht nachahmenswert halten. Und wenn ich mir anschaue, der Kultusminister hat es gerade eben auch noch einmal erläutert, wir haben in Hessen, wenn wir über alles schauen, in diesem Bereich etwa eine Belegung von 20%. Und das ist drastisch weniger, als wir im Frühjahr bei der Notbetreuung hatten. Deshalb war dies eine richtige Entscheidung. Und meine Damen und Herren, die Opposition hat das ja teilweise heftig kritisiert. Sie, Frau Kollegin Faeser, sprachen sogar von einer Unverschämtheit gegenüber allen am Schulwesen Beteiligten. Also, ich will mal die unangemessene Wortwahl beiseite lassen. Das wollen wir jetzt nicht überstrapazieren. Aber, meine Damen und Herren, Kollegen von der SPD, so viel muss doch jetzt auch mal sein. Darf ich Sie mal daran erinnern, dass zum Beispiel unser SPD-geführtes Nachbarland Rheinland-Pfalz genau das Gleiche gemacht hat?
Ich kann mich nicht erinnern, dass die Sozialdemokratische Partei hier jemals in diesem Zusammenhang von Unverschämtheit gesprochen hat. Und machen wir uns doch einmal ehrlich. Es kann doch nicht richtig sein, dass alles, was wir hier in Wiesbaden falsch machen, falsch ist. Ein paar Kilometer weiter in Mainz ist es jedenfalls keinerlei kritikwürdig. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich war lange genug in der Opposition, um zu wissen, dass die Opposition aus ihrem Selbstverständnis heraus natürlich nicht dafür da ist, die Regierung zu loben. Das ist in Ordnung. Aber eine konstruktive Opposition müsste doch merken, dass es nicht reicht, einfach zu sagen, hier ist alles irgendwie falsch. Und das, was die ein paar Kilometer weitermachen, das ist alles richtig. Ich sage Ihnen, wir leben nicht in der Vorstellung, dass wir alles richtig machen. In einer Krisensituation muss man auch bereit sein, gegebenenfalls Änderungen vorzunehmen. Und da nehme ich gerne gute Vorschläge auf. Aber sich einfach darauf zu beziehen, zu sagen, also wir sind in der Opposition und die in der Regierung, die machen alles falsch, meine Damen und Herren, das ist zu wenig. Wir haben übrigens nicht nur die Präsenzpflicht in diesen Klassen 1 bis 6 aufgehoben. Wir haben auch gleichzeitig entschieden, dass wir den Distanzunterricht ab Klasse 7 weiterführen und die Abschlussklassen in Präsenz. Das zum Beispiel gibt es in Rheinland-Pfalz nicht. Im Gegenteil, dort hatte man angekündigt, zum 1. Februar in den Grundschulen in den Wechselunterricht zu gehen und die Schulen wieder in Betrieb zu nehmen. 3 Tage bevor das passieren sollte, hat man den Beschluss wieder aufgehoben und den Präsenzunterricht und die Präsenzpflicht weitgehend aufgehoben. Meine Damen und Herren, das ist genau das, was wir nicht machen wollen. Ein solches Hin und Her hilft niemand, und deshalb werden wir das in Hessen auch so nicht machen, meine Damen und Herren. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie soll es gerade in dem Bereich weitergehen. Es ist richtig, dass die Schulen und die Eltern eine Planungsperspektive brauchen. Und genau diese hat die Landesregierung und der Kultusminister längst gegeben. Wenn es das pandemische Geschehen zulässt, werden wir nach dem 14. Februar mit den Grundschulen in den Wechselunterricht gehen, mit den Klassen ab Stufe 7 in den Distanzunterricht bis Ostern. Und die Abschlussklassen werden wir in Präsenz weiterführen. Das ist eine klare Perspektive. Sie ist immer abhängig vom pandemischen Geschehen. Aber das ist doch das, was, glaube ich, jeder sich wünscht. Nun habe ich gesehen, die FDP-Fraktion hat zu diesem Plenum einen Gesetzesantrag eingebracht, wo sie auch sich sozusagen darum mühen, wie kriegt man eine Planungsperspektive, wie kriegt man Sicherheit in diese ganzen Geschichten. Und sie haben dann in einer Art Stufenlösung eine Zukunftsperspektive eingefordert. Also, die Stufenlösung hat der Kultusminister vor längerer Zeit schon vorgetragen. Das kennen Sie, das haben wir gerade eben wieder gehört. Das Entscheidende bei Ihnen ist, dass Sie sagen, wir wollen keine Verordnungen der Landesregierung, wir wollen das durch ein Gesetz regeln. Das kann man machen. Nach meinem Dafürhalten ist ein solches Gesetz aber nicht vorzugswürdig, da es sehr unflexibel ist und meines Erachtens auch sehr bürokratisch. Aber schauen Sie, interessant ist doch Folgendes. Die FAZ hat am 27. Januar zu Recht angemerkt, dass die spannende Frage, wann soll eigentlich was konkret geschehen, Sie in Ihrem Gesetz gerade nicht regeln, sondern es wieder verweisen auf eine Verordnung, die die Landesregierung erlassen muss. Wenn man sich das klar macht, scheint mir es relativ wenig vorzugswürdig, das Ganze jetzt hier mit einem Gesetz zu machen. Es gibt einen zweiten Punkt, auf den ich Sie wenigstens einmal hinweisen will. Sie schreiben in Ihrem Gesetzentwurf, dass das Ganze für ein Jahr gelten soll. Im Infektionsschutzgesetz steht allerdings drin, jedenfalls seit der Novellierung im Dezember, dass alle Maßnahmen längstens auf 4 Wochen begrenzt werden müssen. Wie man das sozusagen unter einen Hut kriegen soll, erschließt sich mir in dem Entwurf nicht. Also im Ergebnis, meine Damen und Herren, ich halte die Lösung durch Verordnungen einfach für praxisgerechter. Insbesondere, wenn man sieht, wie das Infektionsgeschehen sich verändert, wie es auch
regional ganz unterschiedlich ist, dann werden Sie nach meiner Überzeugung mit einem Gesetz dort sehr mühsam nur arbeiten können. Ich möchte auf einen anderen Punkt eingehen, der mir sehr wichtig ist und der uns auch alle, wie ich sehr wohl weiß, sehr beschäftigt. Es geht darum, wie können wir vulnerable Gruppen und gerade ältere Menschen in den Alten- und Pflegeheimen besonders schützen. Ein Thema, das uns doch immer wieder beschäftigt. Wir haben im Zusammenhang mit den Konferenzen, von denen ich Ihnen heute berichte, unter anderem beschlossen, dass wir, nachdem wir schon vorher die Verpflichtung hatten, zweimal wöchentlich die Beschäftigten zu testen, nun auch festgelegt haben, dass man die Besuche in den Altenheimen auch nur wahrnehmen kann mit entsprechenden Antigen-Testen. Das dient dem Schutz und der Sorge gerade für ältere Menschen. Dieser Schutz und diese Sorge für ältere Menschen, und ich will heute die Gelegenheit mal wahrnehmen, an ein paar Dinge zu erinnern, ist der Landesregierung und insbesondere dem Sozialminister, der das unter Federführung geleitet hat, ein besonderes Anliegen. Wir haben, nachdem es überhaupt eine Schutzausrüstung gab, als allererstes millionenfach in diesen Einrichtungen Schutzausrüstung geliefert. Keineswegs selbstverständlich. Ich will darauf hinweisen, die Erarbeitung verschiedenster Schutzkonzepte, auch und gerade für die Tagespflege, die Möglichkeit, alle zwei Wochen fünfmal hintereinander die Mitarbeiter anlasslos PCR-Tests zu unterziehen, alles Initiativen von hier. Die Unterstützung für den Antigenschnelltest, alles das waren wichtige Maßnahmen für unsere 830 Alten- und Pflegeeinrichtungen in Hessen. Und ich will auch nicht vergessen, seit Juli haben wir 10.000 Tablets für die älteren Menschen in diesen Heimen ausgeliefert. Das ist alles ein ganz besonderes Anliegen für uns. Und das ist etwas, was diesen Menschen auch gerade geholfen hat. Übrigens. Dies alles haben wir übrigens aus dem Sondervermögen finanziert. Ein Sondervermögen, in dem wir in Hessen mit jetzt rund 3,4 Milliarden Menschen geholfen haben, diese Krise zu meistern. Meine Damen und Herren, auch das gehört dazu. Also, wir haben eine Menge getan. Aber wahr ist natürlich auch, darüber soll niemand hinwegreden, es ist und bleibt schwierig. Insbesondere der Personalmangel in diesen Einrichtungen ist eine dauerhafte Herausforderung. Jetzt können wir ja nicht gemeinsam beschließen, dass sie mehr Personal haben. Aber wir können helfen. Und wir helfen. Und ich will in diesem Zusammenhang sehr herzlich der Bundeswehr danken, dass sie nun dort personell hilft. Ich bin auch dankbar einer ganzen Reihe von freiwilligen Initiativen, die wir hier in Hessen haben, die genau sich diesem Ziel verschrieben haben. Die werden unterschiedlich getragen, häufig auch von Kreisen und Gemeinden. Auch das Land engagiert sich erneut. Sie wissen, wir haben die Gesundheitsämter unterstützt, damit sie mehr Personal für die Nachverfolgung der jeweiligen Infektionen haben, durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesverwaltung. Wir haben jetzt eine zweite Initiative gestartet, indem wir nochmals alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bitten, zu überlegen, ob sie hier helfen können. Dafür hat das Land bereitgestellt, dass wir sagen, unter Fortzahlung eurer Bezüge werdet ihr von eurer Arbeit 4 bis 8 Wochen freigestellt. Ich bin sicher, dass wir dort wieder Persönlichkeiten finden aus der Landesverwaltung, die hier mithelfen in unterschiedlichster Weise. Und dabei bedanke ich mich bei all denen, die das machen. Und ich bin sicher, dass dies ein Beitrag ist, wo wir die Belastung des Personals reduzieren, wo wir aber auch unsere Solidarität und ich sage mal unsere Empathie mit den alten Menschen, die häufig vereinsamen, nicht nur diskutieren, sondern auch wirklich zeigen, was wir machen, meine Damen und Herren. Aber es gibt einen Umstand, der mich sehr besorgt, und den will ich heute auch ansprechen. Die Heime nehmen diese Hilfe bislang häufig nicht an. Ich verstehe nicht, warum bislang nicht einmal die Hälfte der Soldaten, die die Bundeswehr anbietet, von den Heimen in Anspruch genommen wird. Das soll jetzt besser werden, das hoffe ich sehr.
Mir sind Fälle bekannt in Hessen, wo ein Kreis einen Freiwilligenpool aufgebaut hat mit 350 Leuten, sehr viele Medizinstudierende, die jederzeit abgerufen werden können. Und das haben die erlebt. Die haben erlebt, dass die Heime Überlastungen gemeldet haben, aber keinen einzigen abgerufen haben. Meine Damen und Herren, das kann so nicht bleiben. Ich kann auch nicht erkennen, dass es finanzielle Gründe gibt dafür. Die Bundeswehr erbringt ihre Leistungen kostenlos mittlerweile. Und wir haben schon im Oktober, respektive im November, im Deutschen Bundestag und im Bundesrat beschlossen, dass die Heime pandemiebedingte Personalmehrkosten erstattet bekommen. Also stellt sich doch die Frage, warum gelingt es nicht, das, was als Angebot da ist, bei allem Respekt vor den großen Aufgaben auch besser wirklich dann abzurufen. Und ich fordere alle Heimbetreiber wirklich auf, nehmen Sie doch die Angebote wahr. Nicht jeder ist ein Experte, aber viele können helfen. Und dort, wo Hilfswillige sind, sollte diese Hilfe auch angenommen werden, meine Damen und Herren. Große Sorgen müssen wir uns auch machen um die Entwicklung in unserer Wirtschaft. Die notwendigen Einschränkungen oder gar Schließungen führen natürlich zu erheblichen Belastungen in unserer Wirtschaft. Und all diejenigen, die gelegentlich zu zwei Dritteln rufen und manche noch mehr, härterer Lockdown, längerer Lockdown, denen möchte ich zurufen, das ist nicht Theorie, das hat ganz praktische Auswirkungen auf viele, viele Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und deshalb, wenn wir uns das näher mal anschauen, wir haben Branchen, die boomen. Da ist richtig Musik, nicht nur der Internethandel, es gibt auch noch andere. Aber wir haben eben auch eine ganze Reihe, die um ihre Existenz fürchten. Wenn Sie im Mittelstand gucken, wenn Sie in den Einzelhandel gucken, wenn man schaut, die Situation bei den Solo-Selbstständigen, das ist besorgniserregend. Die beschlossenen Wirtschaftshilfen sind gut. Sind häufig gut gemeint, aber sie sind aus meiner Sicht noch zu bürokratisch. Und in vielen Fällen kommen sie auch zu langsam an. Und manchmal lösen sie auch nicht wirklich die Probleme. Das kann bei einem so vielfältigen Geschehen kaum anders sein. Und dann wird gesagt, die Hilfen sollen unbürokratisch und schnell folgen. Das ist richtig. Andererseits ist eine Vielzahl von Gesetzen zu berücksichtigen. Und natürlich muss auch vermieden werden, Betrug zulasten des Steuerzahlers. Das steht diametral gegeneinander. Also, was kann am Ende nur bleiben? Am Ende kann nur bleiben, dass konkret, korrekt und so schnell wie möglich gearbeitet und ausgezahlt wird. Und das, meine Damen und Herren, machen unsere hessischen Behörden sehr gut. Und wenn ich mir überlege, jetzt wird die Novemberhilfe ausgezahlt, in Kürze die Dezemberhilfe, dann ist das gut. Aber es beantwortet natürlich nicht die Frage, Frau Kollegin, von was sollen eigentlich die leben, deren Geschäfte jetzt geschlossen sind? Da ist unsere gemeinsame Antwort, Bund und Länder, die Überbrückungshilfe 3. Der Bund sagt, auch die werden in Zukunft davon profitieren. Das ist richtig und das finde ich gut. Das Problem ist nur, nach allem, was wir gesehen haben mit den sehr komplexen Verfahren, müssen wir davon ausgehen, dass diese Überbrückungshilfe 3 eher Ende März kommt als vorher. Das halte ich für unbefriedigend, weil wir auch nach dem 14. Februar davon ausgehen müssen, dass ein ganzer Teil derer, von denen wir hier sprechen, entweder nur sehr eingeschränkt oder gar nicht seiner Arbeit nachgehen kann. Es muss deshalb Abschlagszahlungen durch den Bund geben, und zwar möglichst rasch. Darüber sprechen wir, darüber gibt es eigentlich auch keine großen politischen Differenzen. Das Grundproblem ist, dass es gelingen muss. Und deshalb, meine Damen und Herren, dieses Thema muss uns weiter beschäftigen, beschäftigt auch die Landesregierung. Und deshalb darf ich Ihnen sagen, wir haben entschieden, an dieser Stelle zumindest einen Teil noch einmal eine besondere Hilfe zukommen zu lassen. Und Sie werden sich daran erinnern, wir haben ein sehr erfolgreiches Kulturprogramm im Jahre 2020 gemacht. Wir haben beschlossen, dass wir auch für das Jahr 2021 im Umfang von 30 Millionen € gerade ein weiteres Kulturprogramm auflegen. Das hilft nicht allen, aber einer ganzen Reihe, insbesondere im Bereich der Künstler, der Kulturschaffenden. Und das ist ein wichtiger Beitrag, den wir hier in Hessen zusätzlich leisten, meine Damen und Herren.
Wir haben hier in Hessen vielleicht für Sie auch von Interesse Novemberhilfeanträge über 396 Millionen. Davon sind 213 Millionen ausgezahlt. Die Dezemberhilfe umfasst rund 305 Millionen, die geltend gemacht wurden. Und davon sind jetzt durch Abschläge bereits 118 Millionen gezahlt. Aber eins stimmt doch auch. Der Staat kann nicht alles und jedes regeln und auf Dauer auch nicht finanzieren. Auch und gerade die Selbstständigen wollen eigentlich gar kein Staatsgeld. Die wollen, dass sie möglichst bald wieder arbeiten können, dass sie möglichst bald wieder ihre Unternehmen betreiben können und aus eigener Kraft für sich und ihre Familie sorgen können. Und da sind wir dann bei dem Punkt, was geht eigentlich nach dem 14. Februar und wie geht es da weiter? Das sind große Erwartungen. Auf die Zeit hin. Gleich. Das sind große Erwartungen auf der einen Seite zur Rückkehr ins normale Leben. Auf der anderen Seite große Befürchtungen über das Pandemiegeschehen und insbesondere, wie wird sich die Mutation dieses Virus auf uns auswirken. Das ist beides etwas, was diametral gegeneinander steht. Und wie oft haben Sie hier auch diskutiert, wir möchten einen Plan, wir möchten genau wissen, wie es ist. Und bei Nachfrage sagt jeder, wir wissen aber eigentlich nicht, wie es ist. Wir wissen relativ wenig über die Mutationen und müssen trotzdem entscheiden. Sie, die FDP-Fraktion, hat gefordert, am 1. Februar die Schulen wieder aufzumachen. Das habe ich nicht für verantwortlich gehalten. Wir möchten erst einmal gerne wissen, was ist denn mit diesen Mutationen? Wie entwickelt sich die Situation? Es gibt für beide Seiten gute Gründe, aber am Ende muss man abwägen. Und das möchte ich heute sehr deutlich einmal darstellen. Es gibt keinen Königsweg. Sie können auf der ganzen Welt sich anschauen, was die machen. Ich kenne kein Land, das eine ganz einfache, großartige Entwicklung hingelegt hätte. Und wenn es so ist, meine Damen und Herren, dann darf man nicht willkürlich entscheiden. Es braucht ein solides Fundament, auf dem die Entscheidungen aufgebaut sind, eine sorgfältige Risikoabschätzung und eine Abwägung, was kann am Ende verantwortet werden. Da nützt keine Talkshow, sondern Sie müssen genau sagen, was Sie verantworten können. Und wenn man das macht, dann hoffe ich, dass wir uns alle einig sind. Wir dürfen jedenfalls einen Fehler nicht machen, dass wir nach dem 14. Februar unvorsichtig und unbesonnen sind. Denn dann müssen wir riskieren, dass wir einen Monat später wieder 200 Infektionen haben und dann gehen wir in den dritten Lockdown. Das kann doch niemand ernsthaft wollen. Also muss es um die Frage gehen, wie gehen wir Stück für Stück vor? Und da will ich Sie nicht im Zweifel lassen, wie wir das vorgehen. Die Entwicklung der Infektionen hat einen erfreulichen Rückgang. Und ich halte es für gut möglich, dass wir Mitte Februar hessenweit auf etwa 50 Infektionen oder Indizes kommen. Das kann gelingen. Und bei einer solchen Reduzierung auf diesen Wert ist die Grundlage unserer Arbeit, dass wir davon ausgehen, wir müssen das Infektionsgeschehen genau nachkontrollieren. Wir müssen wissen, wo was ist. Und dann können wir auf der anderen Seite sofort handeln. Und diese Kontrolle über das Infektionsgeschehen ist untrennbar damit verbunden, dass die Gesundheitsämter so ausgerüstet werden, dass sie sie auch nachverfolgen können. Und das sind die Nachverfolgungsteams. Und wir haben allgemein einen Komment, dass wir sagen, ab 50 Inzidenzen und weiter runter kann das gelingen. Deshalb müssen wir die weiter ausstatten. Wir sind in sehr guten Gesprächen mit den Kommunen und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass das gelingt. Und wenn das so ist, dann ist das ein Zusammenhang Nachverfolgung, Unterbrechung von Infektionsketten und auf der anderen Seite die Möglichkeit, in Stufen zu öffnen. Und unter Zugrundelegung dieser Maßnahme, den Empfehlungen der Wissenschaft und natürlich des jeweiligen pandemischen Geschehens, erarbeiten wir zurzeit einen Stufenplan, der diese Lockerungen beschreibt. Dabei wird in einer ersten Stufe es darum gehen müssen, ob wir bei 50 sind oder in einer stabilen Entwicklung, die das erwarten lässt in Kürze. In einer nächsten Stufe muss es darum gehen, dass man stabil unter 50 ist. Und was die Wissenschaft uns allen sehr empfiehlt und was uns sicherlich noch manche Diskussion hier eintragen wird, dass man
am besten anstrebt, dauerhaft unter 20 zu sein. Dieser Plan entspricht im Grunde genommen der Systematik, wie wir sie auch beschrieben haben in unserem Eskalationskonzept seit Juli. Wir waren damals das erste Land, das dieses Eskalationskonzept vorgelegt hat. Das kennen Sie, 5 Stufen und später 6 Stufen und nur genau in der anderen Systematik. Wir werden dazu aber erst Beschlüsse fassen, wenn die Ministerpräsidentenkonferenz getagt hat, weil es überhaupt keinen Sinn macht, zum Beispiel hier in Wiesbaden die Geschäfte zu öffnen und in Mainz zu schließen oder umgekehrt. Pandemisch ist das Unsinn, und deshalb müssen die Länder versuchen, hier beieinander zu bleiben. Und deshalb, meine Damen und Herren, wir müssen weiter auf allen Ebenen 2 Dinge zusammenbringen: Besonnenheit und verantwortetes Handeln. Und in diesem Zusammenhang können wir natürlich auch, und das ist der letzte Punkt, nicht eine Regierungserklärung hier abgeben, ohne auch auf das Thema Impfen einzugehen. Sehr verehrte Frau Kollegin, wir alle sind doch wirklich begeistert. Es ist zum ersten Mal auf der ganzen Welt gelungen, in 10 Monaten einen Impfstoff zu entwickeln, der hilft und der die Grundlage dafür ist, die wichtigste Grundlage, dass wir diese Pandemie überwinden. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und deshalb verstehe ich auch, ja, ist so in Ordnung. Sie können ja das gleich alles miteinander diskutieren. Also, es scheint ja jetzt hier gute Stimmung zu sein. Aber wir sind uns doch alle einig. Es ist doch mehr als verständlich, dass jedenfalls alle, die sich impfen lassen wollen, möglichst bald auch geimpft werden wollen und wir dafür Sorge zu tragen haben, dass das auch gelingt. Und meine Damen und Herren, auch das gehört heute dazu. Noch niemals ist in der Bundesrepublik eine solche Massenimpfung vonstatten gegangen. Noch niemals. Neben der Diskussion, wer wird wann geimpft und wer ist wie dran, gab es auch eine Menge praktische Probleme. Und die haben sich als dornenreich erwiesen. Da muss man doch nicht drum herum reden. Sehr gut geklappt hat zum Beispiel gemeinsam mit den Kommunen der Aufbau der entsprechenden Einrichtungen der Impfzentren. Weniger gut geklappt hat die Versorgung unseres Landes mit Impfstoff. Liebe Kollegen, Sie haben doch Gelegenheit, sich jetzt gleich zu äußern. Herr Präsident hat auf die Zeit hingewiesen, und ich will Sie nicht überstrapazieren. Aber ich will Ihnen noch ein paar Infos geben. Wir haben natürlich einen sorgfältigen Plan erarbeitet. Und die Kollegen Beuth und Klose haben Sie und die Öffentlichkeit ständig regelmäßig unterrichtet. Natürlich will ich nicht übergehen, die Schwierigkeiten beim Anmeldeprozess, bei der Termingewinnung und all solcher Sachen. Und ich weiß doch, der Ärger der Leute wird ja nicht dadurch weniger, dass wir richtigerweise darauf hinweisen, dass alle anderen Länder das gleiche Problem hatten. Und ich weiß auch, meine Damen und Herren, dass es nicht sehr viel weiterhilft. Das merke ich ja hier bei Ihnen. Schauen Sie mal, ich empfinde es als unsere gemeinsame Pflicht, Frau Kollegin, wenn Sie einen kleinen Moment zuhören, dann könnten Sie vielleicht das auch aufnehmen. Unsere gemeinsame Pflicht ist nicht, uns gegenseitig zu beschimpfen. Das hilft niemand. Aber vielleicht zu erklären der Öffentlichkeit, warum wir was tun und wo wir daran arbeiten, dass wir vielleicht noch besser werden. Und genau darum geht es. Jetzt läuft die nächste Welle. Wir haben sehr viel aufgerüstet. Die Kollegen haben Sie darüber unterrichtet und die Öffentlichkeit auch. Und ich bin überzeugt, dass das Stück für Stück besser wird. Und ich will Ihnen mal sagen, manche glaubt ja, die da oben in der Politik, die kriegen gar nichts mit. Ich habe in meiner eigenen Familie 3 Omas, 90, 93 und 96. Und meine Frau hat 2 Tage am Telefon verbracht, um überhaupt eine Registrierung hinzubekommen. Und vielleicht haben Sie diese Erfahrung auch, die ich gemacht habe. Und ich will das im Interesse des häuslichen Friedens hier nicht alles vortragen. Aber es ist manchmal schon ein großer Unterschied, wenn man vorträgt zu Hause, was wir Großartiges geplant haben und wie es dann in der Praxis gelegentlich ankommt. Das muss mir keiner erzählen. Aber wir tun alles, was wir können. Und ich sage es noch einmal,
Wir haben zum allerersten Mal eine solche Situation. Ich freue mich sehr, dass wir in Hessen mittlerweile 177.000 Bürgerinnen und Bürger geimpft haben, davon immerhin schon 46.000 zur zweiten Impfung. Und eines muss heute auch gesagt werden. Wir haben klüger gehandelt als andere. Warum? Wir haben deshalb klüger gehandelt, weil wir die Empfehlungen, die wir gemeinsam beschlossen haben, dass wir 50% der Impfdosen zurückhalten zur Sicherung der zweiten Impfung, das haben wir gemacht. Andere Länder haben fast alles verimpft, sind jetzt im Impfranking natürlich weit oben, weil die nur die erste Impfung berücksichtigt, haben jetzt aber das Problem, weil sie gehofft haben, in der Zwischenzeit kommt Nachschub, dieser Nachschub aber nicht kommt, dass sie bereits zugesagte Termine wieder zurücknehmen müssen. Meine Damen und Herren, die Bevölkerung ist gestresst, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ein solches System klüger ist. Wenn die Menschen schon einen Termin haben, sich freuen und anschließend der Termin aufgehoben wird, ist doch der Ärger nur noch größer. Und das wird es in Hessen nicht geben. Wir werden weiter diese Hälfte zurückbehalten, damit jeder sicher sein kann, dass er auch die zweite Impfung bekommt. In einer Woche werden wir die dezentralen Impfzentren aufmachen, auch eine breite Diskussion. Meine Damen und Herren, dann wird es leichter für viele. Und ich kann Ihnen schon heute sagen, bei den Impfstoffen, die uns zur Verfügung stehen, wird es alsbald nicht möglich sein, diese Impfzentren voll auszulasten. Das liegt nicht an der Landesregierung, es liegt auch nicht an den Kommunen. Das liegt ganz schlicht daran, dass wir zu wenig Impfstoff haben. Und ich prophezeie Ihnen, dann wird es wieder Berichte geben, warum denn diese Impfzentren zum Teil nur gering ausgelastet sind. Da habe ich von niemandem bisher irgendeinen Vorschlag, wie man es anders machen könnte. Also, das Entscheidende ist, wir brauchen mehr Impfstoff. Und Sie, Frau Kollegin Faeser, haben für die SPD einen hessischen Impfgipfel gefordert. Ich erkläre gleich, was der gestrige Impfgipfel gebracht hat. Mit Beteiligung aller Akteure. Und da will ich sehr deutlich sagen, meine Damen und Herren, wir unterscheiden uns nicht im Ziel, damit das klar ist. Wir unterscheiden uns nicht im Ziel. Aber ich möchte Ihnen schon sagen, so etwas wie einen hessischen Impfgipfel haben wir schon längst. Sie wissen doch, dass wir in Hessen eine im Übrigen bundesweit einzigartige Einrichtung haben, nämlich die Gesundheitsinitiative Hessen. Wer ist denn in dieser Gesundheitsinitiative? Dort sind alle wesentlichen Akteure versammelt. Die Wirtschaft, die Wissenschaft, die Gewerkschaften und natürlich auch die Landesregierung. Und ich will heute Ihnen berichten, auf meine Einladung hin haben wir bereits im Juli mit dem Gesundheitsminister Spahn genau mit denen über die Frage diskutiert, was können wir machen, um in Hessen Forschung in diesem Punkt voranzubringen. Arzneimittelsicherheit, bessere Versorgung. Und der Kollege Klose hat im Oktober mit der hessischen Gesundheitswirtschaft genau darüber beraten. Die haben sogar ein Positionspapier erarbeitet. Und weil das alles so ist, haben wir das eigentlich schon. Und ich darf Ihnen mal sagen, das sind nicht nur Hessen, sondern dazu gehört auch die jetzt so bekannte Firma BioNTech aus Mainz oder Siemens aus München. Und in der nächsten Beratung, die in Kürze ansteht, wird es darum gehen müssen, alle Chancen zu nutzen. Ich freue mich, dass zum Beispiel BioNTech und Sanofi jetzt zusammenarbeiten und Sanofi ab August für BioNTech die Fläschchen abfüllen wird. Nicht produzieren, aber immerhin abfüllen. Und ich will auch einmal erwähnen, meine Damen und Herren, es ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit. In Rekordzeit ist in Hessen ein neues Werk genehmigt worden. So kurz gab es noch nie und trotzdem sorgfältig. Dazu war zuständig das Regierungspräsidium in Gießen und auch in Darmstadt. Und ich will einfach mal sagen, die haben rund um die Uhr gearbeitet. Jetzt könnte man sagen, die sind Beamte, müssen auch. Nein, so muss man nicht. Die haben alles, aber auch alles eingesetzt. Und ich habe gerade auch gestern von den allen Beteiligten großes Lob erfahren für Hessen. Das gebe ich gerne weiter. Danke dafür, dass das in Marburg so gut geklappt hat. Meine Damen und Herren, mir liegt sehr daran, dass wir gemeinsam darüber arbeiten.
Deshalb lade ich die Fraktionen des Hessischen Landtags zu unserer nächsten Runde sehr herzlich ein. Sie werden dann entsprechend natürlich auch unsere Einladung erhalten. Gestern fand nun unter Federführung der Bundesregierung der sogenannte nationale Impfgipfel statt. Und ich haben Sie ja sicher ein bisschen verfolgen können, was wir da beraten haben. Und ich will Sie kurz darüber noch unterrichten zum Abschluss. Es gab vielfältige Forderungen, aus meiner Sicht eine völlig überzogene Erwartung, was da geschehen kann. Wir hatten eine sehr, sehr viele stundenlange Beratung. Teilgenommen haben sämtliche Impfstoffhersteller, viele Biotech-Firmen, die Europäische Kommission, die Bundesregierung, die Ministerpräsidenten, die Ärztekammer, die Nationale Impfkommission und manches andere mehr. Das wesentliche Ergebnis ist, dass alle Hersteller dargestellt haben, dass mehr und schneller nicht zu produzieren ist. Dieser Feststellung hat gestern niemand widersprochen. Die haben detailliert dargelegt, warum das so ist, und aus Zeitgründen will ich Ihnen das nicht alles vortragen. Wir haben aber auch über die Frage gesprochen, könnte man mit Lizenzen weiterkommen, hat Herr Lindner von der FDP mal gefordert, könnte man vielleicht andere Firmen nehmen. Einhellige Antwort, Lizenzen geht aus tausenderlei Gründen nicht, andere Firmen kann man überlegen, aber bis die produzieren können, vergehen etliche Monate aus vielerlei Gründen. Und dann ist immer das Ergebnis das gleiche, mehr geht jetzt nicht. Übrigens hat gestern gar keine Rolle gespielt, die Frage, ob die EU zu viel, zu wenig, zu spät, das nützt auch niemand mehr, denn wir müssen jetzt sehen, wo wir hinkommen. Und daraus folgt aus meiner Sicht, wir werden in den nächsten 8 bis 10 Wochen eine Mangelverwaltung haben. Im zweiten Quartal wird es dann deutlich besser. Und das bedeutet natürlich auch für uns, dass wir auf der Basis dessen, was wir verlässlich zugesagt bekommen haben, unsere Planungen machen. Bis Ende Februar können wir das übersehen, und so werden wir auch die entsprechenden Ladungen bzw. Termine vergeben. Ein Sonderproblem, das will ich nicht auslassen, weil es ja aktuell auch interessant ist, war das Thema AstraZeneca. Sie wissen, dass die Nationale Impfkommission gesagt hat, bis 64. Und der Vorsitzende hat gestern gesagt, das ist kein schlechterer Impfstoff. Aber ältere Menschen brauchen höhere Wirkungsgrade. Und wir haben, so die Impfkommission, bislang nicht genügend Daten und Unterlagen, um dies verantwortlich für Deutschland zu entscheiden. Da kann die Politik sagen, finde ich gut, finde ich schlecht, aber ich glaube, wir sind gut beraten, hier auf den Rat der Wissenschaft zu hören. Und jetzt wird es um die Frage zu gehen haben, wie wir diesen Impfstoff, wenn wir ihn denn kriegen, in anderer Weise vielleicht verwerten. Und um auf einen Antrag, der noch kommt, einzugehen, der Bundesgesundheitsminister hat gestern in diesem Zusammenhang angekündigt, dass er an der Überarbeitung der Impfverordnung ist. Und ich empfehle uns sehr, dass wir vielleicht das, was ja sehr rasch kommen soll, uns erst einmal anschauen, bevor jedes Land seine eigenen Regeln aufmacht. Ich glaube nicht, dass wir dabei gemeinsam erfolgreicher sind. Meine Damen und Herren, im Ergebnis hat die Konferenz noch einmal die Zusage bekräftigt, dass bis Ende Sommer jeder Impfwillige ein Impfangebot bekommt. Diese Zusage basiert auf dem Rahmenplan der nationalen Impfstrategie, der zufolge wir bis zum 21. September 140 Millionen Dosen fest gesichert haben und bis Ende 2021 sogar 300 Millionen. Das müsste für Deutschland reichen. Diese Strategie soll durch eine neue Bund-Länder-Taskforce zu einer konkreten Impfplanung fortgeführt werden, die die Abläufe in den Ländern und auch vor Ort besser koordinieren. Das schauen wir uns an, und natürlich sind wir dort dabei. Meine Damen und Herren, ich habe in meiner Neujahrsansprache gesagt, dass das Jahr 2020 das Jahr von Corona war. Ich habe die Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass 2021 das Jahr wird, wo wir Corona überwinden. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit Besonnenheit und den neuen Impfstoffen, auch wenn deren Lieferung länger dauert, als wir uns wünschen, wir alle Chancen haben, dass uns dies gelingt. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Ministerpräsident.